Grüß euch! Heute möchte ich euch auf vielfachen Wunsch hin einen weiteren Ausrüstungsgegenstand bzw. mehrere Ausrüstungsgegenstände vorstellen, nämlich meinen Ausrüstungsgürtel. Ich habe da eine kleine, aber feine Auswahl zusammengestellt mit Dingen, die mich auf jeder Tour begleiten. Ich lege das gute Stück jetzt mal ab und dann schauen wir es uns Stück für Stück durch. Das Herzstück von meinem Ausrüstungsgürtel ist natürlich der Gürtel selbst. Das ist echte Handarbeit aus dem Odenwald von Gürtel Extreme. Ich mag das einfach, wenn ich meine Ausrüstung am Körper mit mir mittragen kann und alles griffbereit habe. Und wenn ich es aber gerade nicht brauche, dann kann ich das einfach schnell lösen und an einem Baum hängen oder einfach weglegen. Und es ist alles kompakt beieinander. Die Schnalle springt beim Gürtel natürlich als erstes ins Auge. Wem das was sagt, das ist eine Cobra-Schnalle von Austria Alpin. Die hat eine Zugkraft von 1,8 kN. Das Gehäuse ist aus Alu, was natürlich ein Gewichtsersparnis mit sich bringt. Und diese Zapfen hier, die sind aus Messing. Man muss sie synchron drücken, um sie zu lösen. Also wir haben hier also links und rechts einen Zapfen. Und nur wenn beide gleichzeitig gedrückt werden, öffnet sich die Schnalle. Direkt an die Schnalle mit dran montiert ist hier der D-Ring. Mit dem könnte man sich jetzt im Notfall abseilen oder sichern. Allerdings wird da ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das nicht empfohlen wird vom Hersteller. Das ist also nur im absoluten Notfall möglich. Das Gurtband ist aus Polyamid und hat wiederum eine Zugkraft von 1,2 kN. Den Gürtel kann man sich bei Gürtel Extreme individuell gestalten, also wie man es mag und für welchen Verwendungszweck man ihn braucht. Man könnte hier zum Beispiel noch eine Fläche für Patches anbringen und ein Patch kann man sich dort auch anfertigen lassen. Dann könnte man noch D-Ringe hinzufügen, Molle-System, zusätzliche Karabiner oder man versteift das Band. Also das sind eigentlich wirklich fast keine Grenzen gesetzt beim Bernkorell. So viel zum Gürtel selber. Jetzt gehen wir mal Schritt für Schritt durch, was alles dranhängt. Fangen wir hier gleich mit dem Karabiner an. Das ist ein einfacher Kletterkarabiner von Saleva. Da könnte ich jetzt beispielsweise noch was dranhängen oder mich im Notfall damit abseilen. Dann habe ich hier noch eine handgemachte Ledertasche vom Rainer Graf. Da befindet sich meine Erste-Hilfe-Ausrüstung drin, sowie noch ein bisschen Ausrüstung, die ich nicht bei jeder Tour brauche. Ich habe hier zwei Befestigungsmöglichkeiten. Zum einen habe ich hier so eine Pendelöse, eine Aufstecköse. Da kann ich die Tasche einfach abziehen damit. Oder alternativ könnte ich es auch hier hinten direkt beim Gürtel durchfädeln. Bei fertig gepackten Erste-Hilfe-Ausrüstungen gibt es ja von ganz klein bis riesengroß wirklich alles. Ich habe mich hier auf ganz wenig beschränkt. Ich habe hier einmal so ein kleines Verbandspäckchen, solche Pflaster, Kniepflaster und eine Kompresse. Das war's. Ich bin da wirklich ganz spartanisch ausgerüstet. Außerdem noch mit dabei eine Taschenlampe, das hier ist eine von Olight, die 530R, die hat eine lange Laufzeit, darum darf die mich damit begleiten. Außerdem noch der DC4 Schleifstahl von Fellkniven, natürlich zum Messerschleifen. Das ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste, den es auf dem Markt gibt. Also den kann ich nur empfehlen. Und zu guter Letzt ist hier noch mein Bandana drin. Ich bin da recht empfindlich, wenn der Wind recht geht, dann ziehe ich mir das einfach um den Hals oder ich nutze es als Mütze im Sommer, natürlich auch ganz praktisch als Sonnenschutz. Die Tasche stammt aus der Lederwerkstatt Graf mit Sitz in München. Die Kontaktadresse schreibe ich euch wie alle anderen auch unten in die Videobeschreibung. Das hier ist meine Klapptasche von Maxpedition, nennt sich Rolipoli. Die kann man hier also ganz klein zusammenfalten und mittels Klett hier zusammenhalten. Und wenn man eine Tasche benötigt, macht man sie einfach auf, klappt sie aus und hat hier schön viel Stauraum drin. Perfekt für Spontansammler wie mich. Hier an der Seite kann man es noch mittels Zugband
dann wieder enger machen und schließen und dann hier einfach wieder zumachen und alles ist gut verstaut. Mein ganzes Kleinzeug habe ich hier in dem Tasmanian Tiger Pouch verstaut. Man hat hier außen Molles-System, hier einen Klettstreifen. Ich habe hier wieder so einen Soliver Kletterkarabiner dran. Und hier noch, was ich auch ganz praktisch finde, einen S-Beaner. Den kann man auf zwei Seiten öffnen und da irgendwelche Gegenstände daran hängen. Hier ist mein Birkenporling, das ist ein Heilpilz. Von außen war es das jetzt, dann schauen wir mal ins Innere. Hier oben meine Stirnlampe, die ist auch von Olight, die H1 Nova ist es. Ich habe ja Stirnlampen immer gehasst, aber das ist die erste, die mich wirklich überzeugt hat, weil mich hat immer dieses Teil hier vorne gestört, also wo die Lampe selber aufsitzt. Das war mir immer zu fest, zu gestarrt, das hat gedrückt. Das habe ich überhaupt nicht mögen, dieses Gefühl. Und Olight hat das hier ganz clever gelöst. Die haben dieses Teil hier einfach aus Silikon gefertigt. Das ist schön weich und elastisch und man hat da überhaupt kein Druckgefühl dadurch. Die Lampe kann man hier auch komplett rausnehmen und dann quasi so nutzen, ohne Stirnlampenfunktion. Dran versteckt sich hier noch ein Letterman. Das ist der Letterman Freestyle, die kleine Version. Hat das Nötigste mit dabei. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Einen Meyer-Stick bzw. Kienholz. Paracord, das ist nie verkehrt, einfach ein kleines Stückchen, schön zusammengewickelt. Das hier ist eine wasserfeste Kreide zum Markieren. Zum Beispiel einen Weg markieren, damit man sich nicht verläuft. Ein kleiner Kompass. Und ein Zunderdöschen. Da ist mit Vaseline getränkte Watte drin und kleingehobelter Kienspan. Das ist noch eine kleine Ersatztaschenlampe, die habe ich eigentlich immer in meiner Jackentasche dabei. Dann eine Signalpfeife von Phoenix, die hat 120 Dezibel. Finde ich vor allem im alpinen Bereich sehr praktisch, wenn man da Hilfe benötigt und man hat kein Handyempfang. Dann kann man mit der einfach pfeifen, das hört man wirklich richtig, richtig weit. Mein kleines Schweizer Taschenmesser, das ist das Alox Pioneer. Hat jetzt nicht die Funktionen wie das große Taschenmesser, aber für mich reicht das vollkommen aus. Das ist eine alte Versicherungskarte mit Panzertape umwickelt, zum Beispiel um Löcher in der Zeltplane oder im Tarp zum Flicken oder wo ich es auch schon benötigt habe, wenn eine Zeltstange bricht, dass man das dann einfach repariert. Da haben ja die Einsatzmöglichkeiten wirklich vielfältig. Dann ist hier noch eine Feuerbox. Die schiebt man einfach auf. Da ist jetzt hier so ein watteähnliches Material drin. Das muss man dann aufrauen, dass es richtig schön feinfaserig wird. Dann kann man das Ganze anzünden. Und hier drüber über die Flamme dann Holz aufschichten. Und wenn das dann angebrannt ist, kann man hier einfach wieder zumachen. Sauerstoffzufuhr ist weg, Feuer ist aus. Das ist quasi so ein Notfeuer. Dann ist jetzt hier noch drin ein kleines ballistolgetränktes Tuch für mein Messer. Das ist ja nicht rostfrei. Und mit dem wische ich dann einfach da drüber, dass das gar keinen Rost ansetzen kann. Und zu guter Letzt ist hier nur noch ein paar Stückchen Meyer-Sticks drin. Das war's mit der Tasche. Das Beste kommt zum Schluss. Man kann ja viel draußen ersetzen oder improvisieren, aber ein Messer wenig bis gar nicht. Das hier ist mein Custom-Messer, habe ich euch vor ein paar Wochen vorgestellt. Das habe ich von Marco bekommen. Der hat mir das handangefertigt mit einer ganz tollen Keidekscheide kombiniert mit Leder. Für alle, die das Video nicht gesehen haben, ich habe hier einen Feuerstahl mit in der Messerscheide integriert. Der ist aus dem gleichen Material wie der Messergriff, nämlich aus Wüsteneisenholz.
Das Messer ist viel und gerne genutzt, jetzt gerade eben erst beim Futterrübenschneiden für die Schafe, drum ist es jetzt nicht perfekt sauber, aber es ist ja ein Gebrauchsgegenstand und kein Vitrinenmesser, drum darf das ruhig so sein. Das Messer hat eine Gesamtlänge von 21,2 cm und eine Klingenlänge von 10,5 cm. Die Klingendicke beträgt 3,2 mm. Und wir liegen hier bei einem Gewicht von 164 Gramm. So wie es bei einem handgemachten Messer der Fall sein sollte, liegt super in der Hand und ich bin total zufrieden damit. Wusal. Das war mein Ausrüstungsgürtel und ich bin jetzt auf deine Meinung gespannt. Findest du, dass ich damit gut ausgerüstet bin? Und wenn nein, was würdest du noch ergänzen oder ersetzen? Lass es mich doch bitte in den Kommentaren hier unten wissen. Übrigens, zu dem Gürtel von Gürtel Extreme und meinem Custom Messer gibt es jeweils ein extra Video, das verlinke ich euch hier unten in der Videobeschreibung. Außerdem findet ihr da Kontaktadressen und Bezugsadressen, wo ihr die Produkte, die ich euch jetzt hier vorgestellt habt, bekommt. Wenn du magst, lass mir doch einen Kommentar da und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann lass mir doch ein Abo da, das hat mich gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, pfiat euch!